Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Jessica und André und wir fahren Elektroauto. Genau. Also eher du, aber genau. Noch. Und wie es dazu kam, das wollen wir euch jetzt mit den nachfolgenden Videos zeigen. Wir haben nämlich natürlich vorab die ein oder andere Probefahrt gemacht. Eher richtig. Mehr als wenig. Also es ist jetzt 2019 und zwar der 13. Januar, glaube ich. Der 13. Januar. Wir stehen in Wuppertal am Bahnhof und laden das Auto noch ein bisschen, weil wir gerade Waffeln essen waren. Aber wir haben natürlich schon einige Kilometer runter. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo bei 4000 oder so. Ja, so in, ja. Um den Dreh und wir haben, ich glaube, gute 700, 800 Kilometer Probefahrten gemacht mit verschiedenen Fahrzeugen. Angefangen haben wir damit im Mai 2018. Richtig. Und da beginnt unsere Geschichte. Und das nächste Video, was ihr jetzt dann gleich sehen werdet, das ist quasi ein Zeitrücksprung nach Würzburg, also ins Würzburger Umland. Im Mai 2018. Richtig, mit einer Fahrt mit dem Peugeot Ion. Nein, mit dem. Was der Ion? Das war der Ion, stimmt, ja. Stimmt, das mit, war der also, Ion. Mit dem Drilling. Richtig, mit dem Drilling, also mit einem Peugeot Ion, den uns freundlicherweise das Autohaus zur Verfügung gestellt hat für eine längere Probefahrt. Und wir waren damit insgesamt, ich glaube, also mit dem 300 bis 400 Kilometer unterwegs. In den Videos wird es nochmal deutlicher. Da gibt es auch ein Fazit. Ja. Und das war so ziemlich der Anfang von unserer Geschichte. Wir waren dann noch ein paar Mal beim Elektroauto-Hebdo in Hilden, weil das ja hier quasi ums Eck ist. Ja. Aber so sind wir letztlich dazugekommen. Und jetzt wünschen wir euch dann viel Spaß mit unserer kleinen Serie, wie man zu einem Elektroauto kommt. Und wir werden euch dann auch in Zukunft immer mal wieder mitnehmen zu den Problemen, zu den Nettigkeiten des Alltags mit einem Elektroauto. Es gibt ja nicht nur Probleme, es gibt sogar erstaunlich wenig Probleme, darf ich mal vorwegnehmen an dieser Stelle. Und ja, also wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft dabei bleibt und uns noch ein bisschen begleitet. Viel Spaß dabei. Bis demnächst. Bis demnächst. Wir fahren gerade einen Peugeot Ion und wir fahren gerade den Berg runter in einer wunderschönen Landschaft in der Nähe von Ochsenfurt. Und wir laden gerade mal so nebenher unsere Batterie wieder auf. Sehr interessant ist, dass das Auto sehr leise ist. Also man hat permanent... Ich glaube, hier bin ich falsch abgekommen. Ja, bist du. Ah. Testen wir gleich mal den Wendekreis. Nach 150 Metern links abbiegen auf Sigismundstraße. Also man merkt, wir kennen uns hier leider nicht aus. Links abbiegen auf Sigismundstraße. Aber jetzt... Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Lindelbacher Straße. Hier vorne? Noch nicht. Da kommen wir wieder auf die Hauptstraße, wo wir vorhin falsch waren. Davon. Rechts abbiegen auf Lindelbacher Straße. Jetzt habe ich die Kamera runtergehalten und man hat gar nichts mehr gesehen. So ein Scheiß. Also was ich eigentlich... Nach 200 Metern links auf die Auffahrt nach Ochsenfurt abbiegen. Das Auto ist so leise, dass man permanent das Gefühl hat, man spricht viel zu laut. Nein, die nächste. Links auf die Auffahrt nach Ochsenfurt abbiegen, dann auf B1 3 fahren. Halten wir ein bisschen auf den Tacho.
vermeiden im Moment die Autobahn, weil wir so ein bisschen die schöne Landschaft auch sehen wollen. Man sieht hier die Weinberge. Man hört aber schon sehr stark jetzt den Wind. Ja. Die Scheibenwischanlage an, die ist nämlich lustig. Die Düsen sitzen im Scheibenwischer und es gibt auch tatsächlich nur einen Scheibenwischer. Reicht ja auch. Beifahrer muss nichts sehen. Hauptsache der Fahrer sieht genug. Zumal der relativ gut abdeckt. Ja gut, als Beifahrer hast du jetzt diesen Streifen im Gesicht. Aber ich muss ja auch nicht fahren. Noch nicht. Kommt noch. Sieht man hier nochmal schöne Weinberge. Großartig. Man merkt, wir sind im Weinanbaugebiet in Franken gelandet. Klassische Frankenweine, das ist mit Sicherheit ein Weißwein, der da gerade wächst. Woran ich mich etwas gewöhnen muss, ich fahre normalerweise auf solchen Strecken entweder mit Tempomat oder mit Begrenzer. Hier habe ich natürlich solchen Luxus nicht. Hier muss ich also wirklich auf den Tacho schauen, zumal das Geräusch relativ leise ist. Also man kann etwas schlecht abschätzen, wie schnell man jetzt wirklich ist. So, und jetzt können wir mal die Rekuperationsbremse testen. Ich bremse jetzt hier überhaupt nicht. Wir bremsen einfach auf 70 an. Da vorne kommt 50. Da kommt 50. Wieder vom Gas runter. Oder? Hier ist ein Fahrpedal, aber ich sage einfach mal der Einfachheit halber Gas, runtergehen und schon läuft der Wagen. Und wir haben überraschend immer noch fast vollen Akku. Was ich mich etwas frage, ist, ob man den Bordcomputer umstellen kann. Da müssten wir nachher nochmal schauen, ob es da irgendeine Einstellung dafür gibt. Nach 300 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt Gossmannsdorf nehmen. So, hier sollten wir jetzt rechts abbiegen. Einmal über den Main, das wird gleich sehr schön. Wir fahren jetzt auf Danone zu. Im Kreisverkehr abfahren auf Gossmannsdorf. Aber viel schöner ist hier die Ausfahrt. Nach 500 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Sieht man ein bisschen besser was, damit die Sonne nicht blendet. Und jetzt fahren wir gleich wiederum den Main entlang Richtung Ochsenfurt. Ich schätze mal, wir müssen Richtung Ochsenfurt da lang. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Zweite Ausfahrt, also geradeaus rüber. Ja. Oder wie Renault sagen würde, fahren Sie Gerard-Euber. Über den Kreisverkehr. Den Kreisverkehr verlassen. Haben wir getan. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. War hier irgendein Tempolimit? Hast du was gesehen? Nö, habe aber auch nicht drauf geachtet. Geben wir doch mal Strom. Nach
nachdem der hinter uns immer noch folgt, gehe ich davon aus, dass das richtig war. Ich glaube, der war gerade etwas überrascht, wie der kleine Karren hier anzieht. So, da vorne geht es in den Ort rein. Das heißt, wir gehen hier einfach vom Gas. Schauen wir mal, ob uns das reicht. Oh, 62, das ist schon okay. 53. Ein Meter hinterm Ortsschild, 53, ohne zu bremsen. Kann man so durchgehen lassen. Man bekommt relativ schnell ein Gefühl dafür, wie stark man hier aufs Gas bzw. auf die Bremse und auf den, also wie stark man den Gasfuß quasi einstellen muss, um zu fahren. So, hier werden wir jetzt ums Bremsen wahrscheinlich nicht umhin kommen. Hören wir irgendwelche Kirchenglocken im Hintergrund? Schaust du mal auf die Ampel, dann schaue ich mal, ob man hier einen Knopf für den Bordcomputer findet. Was willst du denn da umstellen? Ob man hier oben die Grün. Anzeige umstellen kann. Was möchtest du denn da umstellen? Dass ich quasi meine Reichweite noch sehen kann, weil ich sehe momentan nur den Kilometerstand. Nee, das ist doch. Ach so, da war vorhin die Restreichweite. Genau. Als wir los. Oder als er uns das gezeigt hat. Genau. Ich schätze mal, dass da irgendwo seitlich ein Knopf sein wird. Ist das nicht dieser Pin da? Pin? Dieser Pin, der da im Ding selber ist? Da? Diese Nadel? Das wäre aber ein bisschen unwichtig. Ja gut, du sollst das wahrscheinlich auch nicht während der Fahrt tun. Da tut sich irgendwie nichts, wenn ich da drücke. Das können wir gleich mal in der nächsten Ampel testen. Warum testen wir das nicht im Stehen? So. Naja. Um hier was zur Reichweite zu sagen, wir haben eine moderate Klimaanlage eingeschaltet. Ich ordne mich hier vermutlich rechts ein, oder? Nach 300 Metern rechts Richtung Uffenheimer Straße B13 abbiegen. Hat mir leider das Navi jetzt ausgeblendet. Das war die ganze Zeit noch mit im Vordergrund und jetzt ist es weg. Uffenheim, das klingt doch vernünftig. Rechts Richtung Uffenheimer Straße B13 abbiegen. Also vielleicht noch zur Info, wir fahren gerade nach Rothenburg ob der Tauber. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Uffenheimer Straße B13. Von einem kleinen Örtchen namens Thielheim. Teilheim. Bei Randersacker. Bei Würzburg. Autohaus Henneberger. Die uns freundlicherweise dieses nette rechts Auto abbiegen auf Uffenheimer Straße B13. Geht's übrigens zur gesperrten Mainbrücke, die abgerissen wurde. Ja. Also das Autohaus stellt uns freundlicherweise dem Straßenverlauf von B13 noch 8 Kilometer folgen. Peugeot Ion für eine 3-tägige Testfahrt zur Verfügung. Und das ist jetzt quasi unser Start. So, ich drehe jetzt mal bergauf etwas drauf, dann schauen wir mal. Ui, also da geht schon was. Braucht man sich hier bergauf nicht verstecken. Das ist jetzt natürlich nicht schonend für den Akku, aber... Was ich ja sehr schön finde, ist, dass der Peugeot Ion gerade im Fahrerfeld nicht so viel Schnickschnack hat. So, hier haben wir jetzt einen
Roller, Radfahrer, Roller. Roller. Da vorbei, jawohl. Zum Glück können wir hier einfach durchdrücken, das Gaspedal sofort beschleunigen. Wir müssen nicht erst warten, bis irgendein Gang eingelegt ist. Wer jetzt aber denkt, dass der Ion überhaupt keinen Komfort bietet, der liegt dann auch wieder falsch. Der hat tatsächlich eine Sitzheizung für den Fahrer. Der Fahrersitz ist auch höhenverstellbar. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn man jetzt eher so ein Zwerg ist, also so wie ich. Auch die Spiegel sind elektrisch verstellbar anklappbar. Eine Klimaanlage hat er auch. Anklappbar auch? Ja, anklappbar auch, hat er doch gesagt, wenn du auf den Knopf drückst. Sind die elektrisch anklappbar. Ja. Also er bietet schon ein bisschen Komfort, nicht so viel. Aber ich denke, das passt. Bluetooth-Freisprecheinrichtung hat er, Digitalradio. Kann man mit leben. Genotstadt, das habe ich ja auch mal gehört. Genotstadt. Genotstadt, klingt lustig. Ich bin hier selbst eher selten unterwegs. Ich kenne zwar die Gegend etwas, aber so weit nach Norden komme ich auch eher selten. Vor allem nicht über die Landstraßen. Boah, das ist ein schönes Panorama. Das wird wahrscheinlich Gnotstadt sein, was wir da hinten sehen. Jedenfalls ging es da runter. Ist gesperrt. Da müssen wir wohl die Umleitung fahren. Ah, nach links. Fahren wir einfach den Schildern nach. Also das Navi gleich meckern? Wirklich? Bitte drehen Sie, wenn möglich, um. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Oder auch nicht. Also jetzt fahren wir wunderbar in dieses Panorama rein. Durch die Klimaanlage ist es jetzt auch angenehm in dem Auto. Bei gefühlten 26 Grad Außentemperatur lässt es sich jetzt hier sehr angenehm aushalten, obwohl die jetzt nicht auf Anschlag läuft. Man will ja auch nicht in einem Kühlschrank unterwegs sein. Rekuperieren hier bergab natürlich wieder. Nach 600 Metern links abbiegen. Du fährst jetzt aber dann nach der Umleitung, ne? Ja, ich fahre nach Umleitung. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass er uns links abbiegen lässt und uns genau da wieder drauf schlägt. Links abbiegen, dann geradeaus. Ja. Ich glaube, diesmal hatte ich das Ortsschild und den Tacho mit drauf, hoffe ich. Tja. Ich bin ja noch etwas bemüht. Aber ich glaube, ich muss gleich das Filmen abbrechen, weil mein Handy wird ziemlich warm. Ach, das geht. Du musst es ja auch nicht festhalten. Nach 300 Metern links abbiegen. Dann halten wir da vorne mal auch schon nach dem Umleitungsschild. Naja, das sieht vernünftig aus hier mit links. Ja, das sagt mein Navi auch. Das ist ja hier quasi nur abbiegende Vorfahrtsstraße. Links abbiegen, dann links abbiegen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil nach Gnotstadt, das sieht eher so aus, als ob wir uns wieder
zurückschicken möchte. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich befürchte, dass das Navi der Meinung ist, wir haben rechts abbiegen. Dann rechts abbiegen. Nein, auch das tun wir nicht, liebes Navi. Und dafür genießen wir jetzt hier nochmal ein wunderschönes Panorama. Das muss man ja sagen, das könnte ich jetzt in NRW nicht bieten. Also wir können zwar auch so ein bisschen grün und auch mal Wald und auch mal Felder, aber jetzt in dem Ausmaß, wie wir es ja jetzt schon das ganze Video haben, ist das nicht drin. Und die Weinberge, das wird schwierig. Kurven sind beim Fahrgefühl etwas witzig. Man sitzt ziemlich hoch, also auch als Beifahrer. Und gerade wenn es von der Kurve dann doch mal ein bisschen enger ist und man da so ein bisschen durchfliegt. So, ich vermute mal, dass er uns hier auf die Autobahn schicken will. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, weil ich die Strecke gut kenne, machen wir mal einen kurzen Abstecher auf die Bahn. Du bist mir voll in den Satz reingefallen, ne? Alles kein Thema. Ja, ich wollte gerade erzählen, wie man sich in der Kurve fühlt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass man so hoch sitzt, dass einem das Auto gleich durch das Fenster ausladen möchte in der Kurve. Das wäre zum Beispiel... Nach 200 Metern auf A7 fahren. Aber es ist allgemein sehr angenehm, dass man so hoch sitzt, weil man eben auch wirklich viel sieht, also auch als Beifahrer. Das Auto ist aber ohnehin sehr übersichtlich. Auffahrt. Dem Straßenverlauf von A7 noch 8 Kilometer folgen. Das ist schon ein Unterschied zu deinem Auto. Ja, wir können jetzt einfach mal, ich drehe jetzt mal durch, dann schauen wir mal, wie schnell wir werden können. Natürlich für den Akku nicht das Optimalste, aber da wir ja einen nicht ganz so weiten Weg vor uns haben, können wir das schon mal machen. Empfehlung vom Autohaus waren 90 bis 100 Stundenkilometer. Aber es ist interessant zu wissen, dass man damit eben auch mal durchtreten kann. Und dann nicht hinter anderen Autos anstinken muss, sondern... Ich lasse den jetzt einfach auf 110, hätte ich gesagt. Testen wir mal, lasse ich den jetzt runterbremsen. Der Tacho ja sagt, wir fahren gerade so im dunkelgrünen Bereich. Bisschen über. Wird schon hellorange. So, wir werden jetzt aber wieder Eco. Schneller. Aber das Feedback ist ja ganz nett. Ja. Also der sagt nur, so jetzt fährst du ganz anständig. Ein bisschen kuschelig ist es hier allerdings, also man sitzt schon recht nah beieinander. Wobei wir auch nicht das Maß aller Dinge sind, möchte ich also gar nicht behaupten. Jetzt klemmt man es einfach mal hier hinter dem LKW. Ja, da vorne ist eigentlich gleich ohnehin eine Baustelle, eine relativ lange, da dürfen wir eh nur 80 fahren. Na, wie kommt sich jetzt bestimmt nach 3 Kilometern bei Ausfahrt 105 Goldhofen Richtung Goldhofen-Uffenheim fahren. Er will uns jetzt bestimmt an jeder Abfahrt runterschicken. Ja, ich hätte gesagt, wir fahren Uffenheim runter.
Warum heißt der Steigerwald Steigerwald? Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt doch das Lied hier von wegen Glück auf der Steiger kommt. Das damit zusammenhängt? Vielleicht. Ist hier irgendwo ein Tagebau? Nö. Was im Bergbau ist es ja eigentlich. Ich hätte gesagt, wir nehmen eine Abfahrt noch mit. Die fahren grün. Nach 600 Metern bei Ausfahrt 105 Goldhofen Richtung Goldhofen-Uffenheim fahren. Nö, tun wir nicht. So, hier haben wir jetzt 60. Hier werden nämlich Brückenarbeiten durchgeführt. Für die Leute aus NRW, so sieht das aus, wenn der Brücke nicht innerhalb von 10 Jahren gemacht wird, sondern schon die Ausfahrt 105 Goldhofen nehmen. Den Seitenhieb konnte ich mir leider nicht verkneifen. Ich huste da so in Richtung Rheinbrücke Leverkusen. Wobei A1. Ich da auch husten kann, weil diese Autobahn, die ist nämlich erst vor 2 Jahren neu gebaut worden. Und statt die Brücken gleichzeitig zu reparieren, hat man erst die Autobahn gerichtet, hat dann quasi die Brücken nur asphaltiert und jetzt wird alles wieder aufgerissen, um es quasi nachträglich zu machen. Das klingt nicht besonders effizient. Das ist richtig, das habe ich mir auch gedacht. Soll ich etwa 1,80 Meter fahren? Daran merkt man, dass die Leute, die hinterm Schreibtisch sitzen, nicht die Leute sind, die die Arbeit machen. Entschuldigung an alle Beamten, die jetzt gerade das vielleicht gehört haben. Ich muss sagen, es ist definitiv nicht unangenehm, mit dem Drilling hier auf der Autobahn zu fahren. Jetzt im Leerlauf? Ja. Oh. Jetzt muss ich allerdings wieder etwas Gas geben. Die Windgeräusche würde ich bei dem Auto als moderat bezeichnen. Meins ist natürlich deutlich leiser, aber das ist auch nicht der Anspruch, den man an einen kleinen Wagen stellt. Zumal das Auto ja jetzt nicht unbedingt dafür gedacht ist, da ständig auf der Autobahn oder so rumzugurken. Deswegen ist es für mich so interessant. Ich bin ein klassischer Stadtfahrer, fahre halt wirklich überwiegend in der Stadt rum und eher kurze Strecken, wo es sich eigentlich gar nicht lohnt, einen Verbrenner anzuschmeißen. Also klar, kann man tun, muss man aber nicht. Bus wird aber auf die Dauer irgendwann halt auch lästig und man ist halt unflexibel. Kannst du mal erzählen, wie der Verbrauch von deinem Roller ist? Ja, also ich fahre im Moment noch einen Roller. Oder ich habe einen Roller gefahren. Im Moment steht er. Der so einen netten Verbrauch von 8,3 bis 8,5 Liter super auf 100 Kilometer hat. Über den Ausstoß dabei will ich nicht nachdenken. Ist ein alter Zweitakter von 96. Dagegen ist das hier dann doch eine ganz andere Hausnummer. Zumal meine Heimatstadt, die Stadt Solingen, auch im Thema Elektromobilität, ja,
Hat zwar ein bisschen Nachholbedarf, was die Ladesäulen angeht, ist aber grundsätzlich dabei. Wir haben ja eins von zwei in Deutschland, Obusnetze. Ich glaube drei. Oder drei, zwei oder drei. Ich weiß, dass in Esslingen noch eins gibt und ich glaube noch null. Also auf jeden Fall, unsere Busse fahren fast ausschließlich mit Strom. Es gibt leider nicht überall Oberleitungen. Da macht die Stadt Solingen jetzt aber auch was, damit die Dieselbusse hoffentlich bald ganz verschwinden. Da kommt jetzt der Batterie-O-Bus. Der erste fährt seit April auf einer Linie, wo nicht durchweg Oberleitung verfügbar ist. Und dann hoffen wir mal, dass sich das durchsetzt. Dann hätten wir tatsächlich einen klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr. So, da kommt jetzt so ein braunes Schild. Dann gucken wir doch mal, was wir da so schön haben. Taubertal sein, jawohl. Richtig, wir sind jetzt im lieblichen Taubertal, das heißt, wir haben es gar nicht mehr so weit. Wahrscheinlich. Jetzt nach 3 Kilometern bei Ausfahrt 106 Offenheim-Langenstein nach Richtung Offenheim-Langenstein nach Kreglingen fahren. Ich schätze mal, dass von hier noch 20 Kilometer sein dürfen. Wir haben jetzt exakt den halben Akku verfahren. Wir sollten also keine Probleme bekommen. Genau. Du weißt, welcher Parkplatz das mit der Ladesäule ist, nur weil der navigiert ja jetzt ins Stadtzentrum. Ja, ja, ich weiß es. Gut. Wir können sogar zwei nehmen. Wir können einmal vorne an dem Einkaufszentrum, am Zentrum heißt es in Rotenburg. Mhm. An der Volksbank gibt es zweimal Typ 2 und zweimal Schoko, soweit ich weiß. Und wir haben am Klingentor eine öffentliche Ladesäule von der Stadt Rotenburg, auch nochmal mit Typ 2. Hier übrigens Solarzellen rechts zu sehen. Auch die könnten also quasi gerade unser Auto bewegen. Die stehen hier mittlerweile eigentlich komplett entlang der Autobahn. Überall da, wo man brachliegende Flächen hat, die man eh nicht anderweitig nutzen kann. Richtig. Eigentlich eine ganz nette Idee. Da, wo man den Platz hat, soll man ihn ruhig nutzen. So, und wir fahren jetzt hier gleich ab. Nach 600 Metern bei Ausfahrt 106 Offenheim-Langenstein nach Richtung Offenheim-Langenstein nach Kreglingen fahren. Die Ausfahrt 106 Offenheim-Langenstein nach Nehmen. Nach 200 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Richtung 17 Kilometer sind es noch nach Rotenburg. Sagt dieses nette Schild hier vorne. Da sollten wir überhaupt keinen Stress bekommen hier mit dem Akku. Das war eine Gesamtstrecke von 45. Ja, nach Rotenburg, genau. Zu mir nach Hause, wo wir heute noch hinfahren, sind vom Autohaus her circa 110 Kilometer. Der Berater gerade im Autohaus hat gemeint, das könnten wir bei sparsamer Fahrweise sogar in einem Zug schaffen. Wir als Neulinge der Elektromobilität haben allerdings gesagt, wir machen den kleinen Zwischenstopp. Außerdem haben wir Hunger. Da bietet sich das dann natürlich an. Und Rotenburg ist auch eine wunderschöne Stadt, eine Reise wert. Für diejenigen, die denken, da war gestern noch meine Oma, lohnt sich auch für junge Leute. Wenn man kulturinteressiert ist, vielleicht der kleine Hinweis am Rande, gibt sehr viele schöne Museen, die Stadt selber ist sehr sehenswert.
ein Rundgang auf der Stadtmauer darf nicht fehlen. Und ich glaube, das war genug Werbung für Rothenburg. Ja. Aber wenn ich schon für Solingen werbe mit dem Obus, dann muss ich auch was über Rothenburg sagen. Wie sieht es denn in Crailsheim aus mit Lademöglichkeiten? Es gibt in den beiden öffentlichen Parkhäusern jeweils kostenlose Lademöglichkeiten mit 11 kW, die in dem größeren, neueren Parkhaus und in der Tiefgarage, ich schätze mal aus installationstechnischen Gründen, hat die Ladestation, glaube ich, nur 7, irgendwas kW. Weitere Möglichkeit ist am Rastplatz Satteldorf, also bei uns an der Autobahn, da gibt es sowohl eine Tesla Supercharger als auch mehrere Schnellladersäulen. Und jetzt muss ich hier leider einmal abbrechen, weil er sagt mir gerade, dass ich gleich die maximal zulässige Größe eines Videos erreiche. Das heißt, ich werde jetzt einmal abspeichern und wir melden uns einfach dann nochmal, wenn wir in Rothenburg angekommen sind und erzählen etwas über das Anstöpseln an die Ladesäule. So, dann testen wir mal das Radio.